Was geht ab, alle lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die wieder eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr, Freunde, wir haben heute nach langer Zeit, ich glaube, es ist wirklich lange her gewesen, bestimmt ein paar Monate irgendwie, die Deutschrap Lines, die schlechtesten, sind back, Folge 26, ich freue mich drauf. Wir haben jetzt hier diese Ansicht, das Video in klein, weil mich fragt es persönlich immer ab, wenn bei so Reactions dann gerade auf diese Videos die Facecam über dem Text ist. Deswegen habt es jetzt ein bisschen kleiner, aber dafür ohne nervigen Flow vor dem Text, ja. Ey, ich freue mich drauf. Ich habe maximal Bock. Gleich kommt noch neuer Apache-Song raus. Reaction wird auch direkt kommen. Ich freue mich. Let's go. Geil, Mann. So ein geiles Format auch einfach, muss man sagen. An alle meine Lehrer, schönen Gruß, Mann. Es fühlt sich gut an, denn ich komm groß raus. Oh nein. Stuhlgang. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich glaube, bei diesen schlechtesten Deutschrap-Lines ist mittlerweile immer nur noch Fäkalhumor in jeder Zeile. Da ist auch Casey und Bushido, aber na, wobei Casey mehr. Casey ist auch so ein, Casey Rap ist auch so ein Kandidat dafür, ein bisschen zu tief ins Detail zu gehen. Oh, Digga, ich hab Gänsehaut. Hab Augenringe, weil ich tagelang nur wach bin. Ich kauf mir eine Villa, aber schlafe auf Matratzen. Habe Augenringe, weil ich tagelang nur wach bin. Ich kaufe mir eine Villa, aber schlafe auf Matratzen. Schläft nicht jeder auf Matratzen? Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon, I guess. Irgendwie schon. Wäre vorteilhaft zumindest. Stumm geschaltet wegen Copyright. Shouts an Scott Storch. Wir warfen Lil Pump aus dem Schloss Torval. Er sagt, er kenne nicht den Doktor. Monument Outro, aber geil auf jeden Fall. Bauten dann in 20 Minuten einen Hit. So was lernst du nicht in Oxford wie Boxsport. Oh nein, oh nein. Oxford University Amateur Boxing Club. Alright. Check. Auf der Straße bin. Ey, aber geiler Track auf jeden Fall. Geiler Track auf jeden Fall. Nicht hot, denn ich bin der dir ohne Flachs knapp vorbei am Hoden sagt, direkt in deine Wohnung. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Es ist einfach zu detailliert beschrieben. Einfach. Bro. Packt. EKO die Macht! Weiß ich nicht. Echo Fresh, auch Type of Guy. Hab ich früher, ich weiß, ich hab relativ spät erst Mucke entdeckt, hab ich durch Quotentürke entdeckt, ja. Und dann war er, ab da an war er aber irgendwie nur noch in jeder TV-Total-Sendung irgendwie zu sehen und zu Gast. Aber alles, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, hat ihn super sympathisch aussehen lassen. Also er kommt immer wie ein super, super sympathischer Dude rüber. No. Ich lief euch Rhymes und Bass pünktlich wie die Eisenbahn. Hä? Wer ist Schimmel überhaupt, Junge? Wenn du Schimmel heißt, dann kann deine Musik auch nicht geil sein. Sag ich ja ehrlich. Ein Problem, ehrlich. Ein Problem, denn ich kann nicht regeln. Eigentlich korrekte Lines, aber 8-4, okay. Ich muss einatmen, immer wenn ich ausatme. Eine halbe Mille Follower auf Insta, ich folg null. Was interessiert mich ein anderer Artist? Nichts. Eine solche. Okay, okay, und jetzt hat er. Line auf einem Song mit Feature ist etwas ungünstig. Ja, okay, check ich, check ich. Was interessiert mich ein anderer Artist? Nichts. Und okay, ist ja krass, wenn danach der Part von Contra K kommen würde. Was interessiert mich ein anderer Artist? Nichts. Es ist Contra K. Okay. Kleine Träne. Ich dachte, jetzt kommt so Instagram, dass Raff jetzt so 20 Leuten folgt. Du machst auf Fahrt, doch gehst zum Pissen aufs Weiberklo. Du bist ne Pussy, dein Wort hat kein Gewicht. H2O. Den Jungs will. Hä? Hä? Ich lerne auf der Straße und nicht im Unterricht. Also wirklich einfach. Nee, in allen Punkten vorbeigeschossen. Topform, Kondition, mein Stil, Hardcore, halb Mensch, halb Tier, halb Terminator. Ey, ja, check ich, Digga. Mathe auf jeden Fall auch aufgepasst. Krass, stark, stark. Stark, Junge. Bro. Bringe Symphonien auf Beat. Oh nein, das habe ich mir gar nicht gegeben. Das habe ich mir gar nicht erst gegeben, bin ich ehrlich. King of Rap, der Einzige, der diesen Titel verdient. Bin nach Eminem der zweite King. Und ja, ich wollte keine Rap-Karriere. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich irgendwann der Beste wäre. Mittlerweile, aber ich glaube, das ist doch Ironie, oder nicht? Das ist doch Ironie, weil er wurde doch seitdem er Mucke macht, wurde er bis auf
Sein allererstes Tape mit 11. September und so, das ging ja noch irgendwie gut ab, irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl. Da war auch mehr Humor noch drin, das ist natürlich auch, keine Ahnung, aus heutiger Sicht nicht mehr irgendwie der Shit so mäßig, aber das ging ja noch irgendwie ab. Da hat mein Bruder sogar, ein unterschriebenes Tape zu Hause liegen, das konnte man sich wohl irgendwie holen. Ja, aber jetzt, die letzten Sachen sind ja alle cringe gewesen. Also ich habe das Neueste nicht mir angehört, irgendwie den Stuff, aber es war ja alles cringe. Und es ist doch, es muss doch, so viel Selbsteinschätzung hat Julian doch wohl, dass er weiß, dass es nicht echt ist, wenn er sagt, dass er der Krasseste ist. Das ist doch einfach, das ist doch sehr Humor, oder nicht? Oh nein, oh nein. Ich bin bodenständig. Ihr leckt nur meine Spucke von dem Boden ständig. Wow, stark. Rap hat das Skill-Level des Straßenbaustellenmanagements. Artet langsam aus mit meinem Temperament. Also wenn man auf, ja, Zweckreimalarm, wenn man auf Krampf irgendwie Straßenbaustellenmanagement, boah, krass. Ich supporte nur noch meine Shit und keinen dieser Loser, wenn Release weiterkommt, was man... Es gibt in Deutschland maximal 5 Rapper mit Double-Time-Lizenz. Oh ey, das ist diese alte Stimme von Julian zu hören, ist einfach angenehm. Alle anderen machen nur wacke Scheiße, wie ja. Das, was Julian Boss hier gemacht hat. Oh. Mach auf Welle und du landest unterm Benzreifen, denn du bist haha wie ein Hamburger Kennzeichen. Och nee, och nee. Digga, das kann man doch nicht, das ist doch nicht ernst. Das ist doch nicht ernst gemeint, Junge. Denn du bist haha wie ein Hamburger Kennzeichen, Junge. Boah, also das ist jetzt, das kann, das ist, es ist, es muss dieses Jahr dieses Video kommen, wie ich alle geprankt habe oder so. Es kann nicht sein. This ain't it, Chief. Dann fragst du mich, wo meine Manieren geblieben sind. Wo meine Manieren geblieben sind. Kannst du es auch normal betonen vielleicht? Oder musst du es jetzt irgendwie so gezweckt, irgendwie das A mit 8-mal Geschwindigkeit aussprechen? This ain't it, Chief. Dann fragst du mich, wo meine Manieren geblieben sind. Und kurz danach, wo Mars Nieren geblieben sind. Hups. Hups, ja, hups. Dieses Hups am Ende von ihm ist so, hups. Ah, wieder mal eine schlechte Zeile. Hups, sorry. Hups. Geblieben sind. Und kurz danach, wo Mars Nieren geblieben sind. Hups. Boah, also dieses Ups ist irgendwie, wo er sich noch fühlt für die Zeile, ist noch unangenehmer als die Zeile an sich, glaube ich. Bastard. Boah. Kommt noch was am Ende? Es kommt nichts mehr. Boah. Also das war wirklich, wirklich, gerade der Julian Boss Part am Ende hat wirklich für Entertainment gesorgt. Sage ich so, wie es ist. Hat für Entertainment gesorgt, wie irgendeine Entertainment-Line. Bro, ich könnte auch drin handeln. Sage ich so, wie es ist. Ja, nee, ganz, ganz großer Quatsch. Die zweite Hälfte von Julian, also ganz, ganz großer Quatsch auf jeden Fall. Aber war auf jeden Fall wieder sehr, sehr unterhaltsam. Ich hoffe, die Zeile kommen wieder more frequent. Ist halt super aufwendig, das zu machen, rauszusuchen und halt auch vor allen Dingen nach 26 Folgen jetzt auch schwierig, neue schlechte Lines zu finden. Also, weil alles schon irgendwie dran war, ne? Ey, Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mich sehr gefreut. Es war sehr unterhaltsam, mal wieder hier reinzuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag heute, ja? Bleibt alle so fresh und gut aussehen wie immer. Wir sehen uns und ciao.